ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Sendung von Mr. Raw. Ich glaube, es wird eine längere Sendung, denn es geht um das Thema, was brandaktuell ist. Corona, wie schütze ich mich? Wie sieht die Zukunft für Deutschland aus? Und sinnbildlicher geht es gar nicht als das, was ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar seht ihr diesen wunderbaren Fliederstrauch? Er blüht schon, ja? Er hat schon gelbe Blüten ausgebildet. Der Himmel ist fast chemtrailfrei. Und die Wolke zieht gerade weg. Das heißt, dahinter kommt eine blaue Fläche und genau das erwartet uns jetzt gerade. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und deswegen bezieht auch solche astronomische Konstellationen mit ein. Schaut euch die Sonne an, schaut euch die Natur an, wie sie sich entwickelt. Die Vögel zwitschern wieder und ich werde jetzt einige Stimmen reinholen dazu, was sich in der nächsten Zeit entwickelt wird, um eine kleine Perspektive zu geben. Aber vorher fangen wir natürlich mit dem an, was immer zentral bei mir ist, und zwar die Ernährung und das Thema Gesundheit. Und deswegen der Überschwenk zu meinem Salat, den ich heute esse, mit Bärlauch frisch gepflückt, etwas Avocado und schaut euch das an, die Blüten von meinem Flieder rein verarbeitet. Natürlich feinstes Olivenöl, um in der Ketose zu bleiben, von unserem Olivenonkel, und das ist ein Schmauch. Oder was sagst du dazu, Moritz? Ja, ist wirklich wunderbar, vor allen Dingen, wie einfach man sich eigentlich jetzt so ernähren kann, selbst wenn nichts da sein sollte. Alle haben jetzt Panik von wegen die Läden schließen und so, ist aber eigentlich, selbst wenn die Läden schließen, man braucht vielleicht 5 Kilo Buchweizen für die Zeit, maximal. Man kann Wildkräuter pflücken, die kommen gerade in Hülle und Fülle, die Natur versorgt, und selbst wenn jetzt die Supermärkte zumachen würden, ich würde mir nur Sorgen machen, weil es gibt Bärlauch, es gibt Taubnessel, es gibt Vogelmiere, so mal drei Beispiele zu nennen, die schon in Hülle und Fülle blühen, wovon man sich schon extrem satt essen kann. Und was sagt Jesus zum Thema Vögel und Menschen, von wegen ihr habt doch alles, da gab es doch so einen schönen weisen Spruch. Ja, da gab es ein gutes Sprichwort, nämlich seht die Vögel, sie sehen und ernten nicht und sammeln nicht in den Scheunen, so in der Art. Und trotzdem ernährt sie euer himmlischer Vater. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Seid ihr denn nicht viel mehr als sie, Leute? Ja, wir sind also versorgt. Ja. Also Buchweizen ein paar Kilo ansammeln, dann Mungbohnen, ein bisschen Olivenöl. Was brauchst du noch so? Was braucht man noch? Buchweizen, ein bisschen Olivenöl. Ich bin momentan Brokkoli-Fan. Der hält eigentlich auch lange, wenn man ihn kühl lagert. Man kann da wunderbar mit Pilze. Pilze sind wunderbar, Pilze sind auch perfekt, ketogen. Vor allen Dingen viel Fette jetzt essen, nicht so viel Zucker, weil wenn man jetzt Zucker isst, man ist die ganze Zeit zu Hause und so, man kommt da schnell in Flash, so, und sehr lustig. Und weil unser Insulinspiegel die ganze Zeit hoch und runter geht, in dem Moment, wo wir jetzt uns eben wieder eine ketogene Ernährung haben, haben wir eben kontinuierliches Energielevel, weil Kohlenhydrate können ja in bestimmte Menge in unserem Körper gespeichert werden. Der Rest wird in Triglyceride gespeichert, die nicht in Glykogen umgewandelt werden können. Und dann setzt sich das als Fett an, wir werden dick, lethargisch und haben halt mehr Sucht nach Zucker. Also genau das Gegenteil von dem, was Anthony Williams sagt. Der sagt ja, Fette wären schlecht für Leber, dabei ist es der Zucker. Gut, soweit dazu. Dann außerdem isst du gerne noch Algen. Ja, genau. Algen ist auch noch eine wunderbare Möglichkeit. Mikroalgen, also Spirulina, Chlorella natürlich. Und natürlich perfekt sind auch Makroalgen. Makroalgen geben so einen wunderbaren Umami-Geschmack. Gerade im Salat mag ich es. Besonders Nori esse ich regelmäßig. Meeresspaghetti, Dulse, Wakame, da gibt es so viel. Da kann ich euch, Algamar empfehlen, heißt Algamar, die Seite. Super. Die haben wunderbar reine Algen aus dem Pazifik. Fantastisch. Außerdem sehr gerne auch noch Alfalfa-Sprossen und etc., was man halt alles auf den Salat machen kann. Karospelt, Karotten geraspelt, rote Beete geraspelt. Ihr habt eine Hülle und Fülle an leckeren Sachen. Gerne auch etwas Granatapfelkerne, Goji-Beeren oder Kürbiskerne drauf. Und fertig ist ein wunderbarer Salat, den ihr auch so quasi einlagern könnt. Ihr seid also versorgt. Der himmlische Vater hat für euch gesorgt. Und jetzt ganz, ganz wichtig, Superfood-Versorgung. Was ist die Basis an Superfood-Versorgung von dir? Und dann gehen wir weiter. Vitamin D, Magnesium, Chrom. Chrom. Was nehme ich noch zurzeit? Aminos. 9 Amino Essentials. Dann nimmst du was ganz Wichtiges, vergisst du oft, Transferfaktor. Ja, stimmt, Transferfaktor. Chlorella esse ich jetzt wieder. Chlorella isst du auch wieder. Das nehme ich eigentlich immer. Basen nehme ich momentan, das ist aber sowas Spezielles. Gut. Das war es, das ist so die Grundversorgung. Und Borax nehme ich zurzeit noch sehr viel. Kolloidale Mineralstoffsticks. Die nehme ich auch. so Sachen. Sehr gut. Und natürlich fermentierten Cashew-Quark oder Joghurt. Kann es sein, dass er seitdem wir das Nautilux-Programm auf dem Joghurt laufen haben, er noch viel bekömmlicher ist und Bio-Resonanz? Wie ist das mit Nautilus eigentlich und der Bio-Resonanz? Das ist jetzt ein sehr spannendes Thema und das führt jetzt auch ein bisschen weit, aber wenn du willst, können wir da gerne drauf eingehen. Nur ein paar Sätze dazu, was das bedeutet. Bio-Resonanz ist im Endeffekt, was ich
brauche, bekomme ich zurück, es interagiert mit mir. Ein anderer Mensch ist theoretisch auch bioresonant. Wenn ihr mit jemandem sprecht und der euch versteht und auf euch eingeht, ist er bioresonant mit euch. In dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, gegen eine Wand zu sprechen, ist er nicht bioresonant mit euch. Das ist Bioresonanz und dieses Programm, was wir auch immer in unseren Videos oben drin haben, dieses kleine Logo, sorgt dafür, dass bestimmte Attribute, die wir uns für die Idee von Mr. Raw, von der Rohkosteria, dieses gesamte Ideenkonstrukt ausgesucht haben, dass das auch bei euch ankommt. Das und genau, das ist das Logo, was ihr hier oben in der Ecke sehen werdet. Jetzt, das ist genau das, was bei euch erzeugen wird, dass ihr sagt, hey, ich kriege genau die Information, die ich brauche, weil nicht alles, was ich erzähle, geht mit euch in Resonanz. Aber die Sachen, die in Resonanz gehen sollen, werden verstärkt auf euch einprasseln. Genau. Super, vielen Dank dazu. Einen wichtigen Bestandteil des Salats haben wir vergessen, weil wir ihn heute nicht auf dem Teller haben. Moritz hat noch gefragt, Sauerkraut. Ja. Fermentierte Produkte im Winter, ganz, ganz wichtig. Wir wollen unser Mikrobiom aufbauen. Es ist ganz wichtig, eine gesunde Darmflora zu haben. Ja, ganz wichtig, weil jeden Tag, wenn ihr normale Sachen esst, nehmt ihr Glyphosat zu euch, was wie ein Antibiotika wirkt und generell alle Umweltgifte, Aluminium, Quecksilber, die ganzen Baugifte und so, die wirken alle die tun alle unser Mikrobiom abtöten, weil so viele Giftstoffe sind, die alles unser Mikrobiom verarbeiten muss. Und unsere Nahrung ist auch komplett darauf ausgerichtet, keine weiteren Keime oder Bakterien auszubilden und ist somit sehr stark antibiotisch. Alles, und dann tun wir noch, wenn wir irgendwas einkaufen, es extrem abwaschen, noch am besten mit Desinfektionsmittel ist jetzt gerade groß im Kommen, wird überall, also ist ganz schrecklich. Besonders hier dieser Bärlauch, ja. Der Bärlauch ist wunderbar und perfekt, da sind unendlich viele Mikroben drauf und deswegen ist der Bärlauch überhaupt gesund. In dem Moment, wo wir ihn abwaschen, wird es auch kein Stück besser. Das kann man auch daran sehen, wenn ich es abwasche und dann lagere, hält es viel kürzer, als wenn ich es einfach lagere. Ganz genau. Also ihr habt jetzt gesehen, ganz wichtig ist es, Fermentationsprodukte zu euch zu nehmen. Fermentierte Cashews, Quark, Sauerkraut oder auch Getränke. Aber was ist das allerbeste Fermentationsprodukt, was wir auch jeden Tag integrieren? Die Chia-Pflaume, die vergessen wir auch immer. Das kann doch nicht sein, dass wir die beste Sache vergessen. Leute, ihr seht also, wir haben ein ganzes Repertoire um die Endzeit. Und jetzt kommen wir zum wichtigen politischen Hintergrund. Jetzt haben wir ja eine gesunde Basis geschaffen, die Endzeit zu überstehen. Ich hatte es angedeutet mit dem Strauch, der auf einem Hintergrund, der meistens doch grau oder mit Chemtails verpestet ist, aber schon die Blütephase einer neuen Menschheit zeigt. Das heißt, viele Whistleblower und Leaker haben EVQ oder andere aus der Galaktischen Konföderation des Lichts uns Nachrichten runtergechannelt, die wir kurz vor euch zusammenfassen werden, was in den nächsten Tagen passieren wird. Was erwartest du, Moritz? Ich möchte jetzt natürlich nichts garantieren. Keiner kann irgendwas mit absoluter Sicherheit wissen. Es sind Vermutungen von euch, uns. Wir sind ja sowieso schon Verschwörungstheoretiker, ja, und glauben nicht mehr das, was normal in den Medien, Presse und so weiter gesagt wird. Da gibt es ein riesiges Konstrukt, das kann man sich angucken. Das gehört im Endeffekt, das meiste gehört denselben Leuten, an Medien und so. Die SPD zum Beispiel ist auch, die hat extrem viele Anteile an Medienkonzernen, was ja eigentlich gar nicht sein kann, das ist eine Partei. Ich möchte jetzt so ein bisschen aufzeigen, meine Sicht der Dinge. Momentan ist ja sehr, sehr viel los mit dem Coronavirus. Extrem viele Politiker erkranken auf einmal, sehr viele Prominente. Fragt euch mal, wieso. Gebt mal Adrenochrom in Google ein. Da ist jetzt nämlich komischerweise nichts mehr zensiert. Wurde aufgehoben. Ja, genau, die Zensur wurde aufgehoben. Das sieht man auch daran, beispielsweise YouTube hat auch eine Mitteilung rausgegeben, dass sie jetzt keine Mitarbeiter mehr beschäftigen werden, sondern dass das jetzt nur noch der Algorithmus macht. Ob das jetzt komplett positiv für die alternative Szene ist oder negativ, bleibt noch abzuwarten. Auf jeden Fall ist es so, dass bei Google alternative Vorschläge zu 9/11, Adrenochrom, was gibt es noch für Skandale, jede Menge die Ukraine-Affäre, all so Sachen, dass das jetzt alles nach oben kommt, diese ganzen Sachen, die so weit nach unten gedrückt wurden, dass die jetzt auf einmal hochkommen, weil es nicht mehr weitergeht. Ganz genau. Ein Satz dazu, die Wahrheit braucht keinen Aufwand, sie steht für sich alleine, die Lüge braucht eine ungewaltige Kraft, um sie aufrechtzuerhalten. Schön. Und diese Kraft ist jetzt zu groß und die Leute... Ja. Und früher war es so, hieß es, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Und das hat sich jetzt geändert. Wir können jetzt offen die Wahrheit verkunden. Wir werden nicht mehr zensiert. Auch das Shadowbanning meines Kanals, der immer runtergeguckt hat, hat nun so ein Ende. Vielleicht kriege ich ja sogar meinen alten Kanal zurück mit den 20.000 Abonnenten, wo auch die ganzen anderen Zuschauer sind. Das ist meine Hoffnung. Fakt ist, wir fangen mit der obersten Ebene an. Also es gibt mehrere Ebenen, auf denen gerade was passiert. Auf der höchsten geistigen Ebene ist gerade ein Schauspiel von den guten galaktischen Kräften gegen die bösen, wenn man so will. Auf der ganz obersten ist das beides alles einer in einer Quantenmatrix und alles Teil von Gott oder Teil des göttlichen schöpferischen Universums oder Teil der Schöpfung. Fakt ist, diese beiden Gegenpole, die kommen jetzt in eine letzte, sage ich mal, sehr, sehr intensive Phase, wo im Hintergrund gerade Folgendes passiert ist, und zwar haben die Guten gewonnen. Das Zeitalter der Dunkelheit ist komplett um und hinter diesem Coronavirus versteckt sich eine verdeckte Operation, die gerade ganz viele hochrangige Politiker oder Funktionäre in Schlüsselpositionen verhaftet, damit wir ein neues universelles Bewusstsein auch in der Struktur, in der Politik, in der Finanzbranche etc. verankern können.
Das heißt, wir haben eine Revolution, die im Stillen passiert und wir werden davon wahrscheinlich, so es ausgeht, höchstwahrscheinlich komplett verschont, was ich nie erträumen lassen könnte. Ich habe ein so dickes Buch selbst geschrieben zum Thema Prophezeiung und Hintergrundmächte und war mir eigentlich sicher, dass hier ein wirklich skandalöser, großer Krieg nochmal angetrieben wird, der jetzt auf einer, sage ich mal, geringeren Ebene stattfindet. Machen? Also erstens möchte ich es nicht verhindern, dein YouTube-Kanal kann natürlich... Wäre schön, wenn der wiederkommt mit den 20.000 Abonnenten. Die haben wir nämlich immer noch nicht wieder erreicht. Yeah. Aber auf meinem YouTube-Kanal habe ich was hochgeladen zum Thema sich selber nachdenken und dieser Krieg, der jetzt eben stattgefunden hat. Es ist nämlich ein hybrider Krieg. Es ist kein Krieg Nation zwischen Nation, sondern Staat gegen Bevölkerung. Und das sieht man dadurch. Wir werden mit Giftstoffen bombardiert. Chemtrails. Strahlung, 5G. Ja, da müssen jetzt eigentlich die Leute, das weiß mittlerweile jeder. Yeah. 5G ist eine Waffe. Das weiß jeder. 5G jetzt. Ist eine jeder Waffe. Weiß es. Und das wird gegen die Bevölkerung gerichtet und damit ist jetzt Schluss. Richtig. Ist damit Schluss? Also auf der höchsten geistigen Ebene kommt es jetzt dazu, dass die guten Mächte langsam die Schlüsselposition übernehmen und wahrscheinlich Moritz und mich dabei auftragen werden, ein neues Gesundheitssystem einzubauen. Das ist die letztendliche Quintessenz dieser Sendung. Also wir haben alles schon da, Leute. Falls ihr das seht, wir sind bereit, das neue Gesundheitssystem kommt. Nein, im Ernst, Leute, wir werden alle wieder nach unseren Talenten eingesetzt werden. Wir werden alle die Jobs und die Berufe machen, zu denen wir berufen sind. Wir werden uns einbringen können in ein kollektives, menschliches Zusammenleben, ein friedliches Kooperieren mit Tier, Mensch, ja, Tier, ganz wichtig, Mensch und Natur. Und das wird sich jetzt in der nächsten Zeit langsam entfalten, weil alles in der Natur funktioniert durch langsame Prozesse. Und eine, die sich mit diesen Prozessen auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist Lara. Und von dir würde ich gerne ein bisschen was hören zu Q und diesen Veroffenbarungen, die sich da in letzter Zeit getan haben. Was läuft da? Ich jetzt auch noch. Du hältst ja... Okay. Also zum Thema Q, wer ist Q und was hat das mit diesen Hintergründen zu tun, die wir da hören, von wegen Deep State Ausräuchern und Untergrundbasen in Deutschland und alles wird überschwemmt und was ist da los? Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema und die Sache mit Q, die geht ja auch schon sehr lange. Also der Q, der postet ja schon seit mehreren Jahren und es ist immer so ein bisschen kryptisch, was er postet. Also nie so, dass man ganz eindeutig beziehen könnte, worauf es kommt. Mhm. Aber dann ist es im Nachhinein doch immer so, wenn dann was passiert, dann weiß man, okay, das war dann wohl doch damit gemeint. Und der Q hat oder vor allen Dingen in Amerika eine ziemlich große Anhängerschaft gefunden und heute Morgen habe ich gerade so ein schönes Schaubild gesehen, dass auch die Google-Suche nach QAnon extrem, also exponentiell nach oben angestiegen ist. Also da werden jetzt richtig viele Leute drauf aufmerksam. Können wir einblenden. Wer steht hinter Q und was ist gerade die Agenda, die da im Guten abläuft und wie endet das für die Menschheit? Okay, also wer hinter Q steht, da fragen sich tausende von Leuten, wer das sein könnte. Was für eine Idee, was für ein Bewusstsein steht dahinter? Also viele sagen, dass hinter Q tatsächlich als Person der Sohn von Kennedy steht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, da gibt es extrem viele Hinweise. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall ein bisschen informieren. Aber die Idee, die hinter Q steht, ist eigentlich nur, dass das Gute jetzt langsam wieder zurückkehren wird. Er ist eigentlich wie so ein Hoffnungsschimmer am dunklen Horizont. Fantastisch, wunderbar gesagt. Und Moritz hat auch noch eine andere Idee, was das mit Q auf sich haben könnte, anhand der Symbolik, die da verwendet wird. Wie geht es da um den Erzengel Michael und eine Befreiungsoperation der Menschheit, kann das sein? Das ist eigentlich mein Lieblingsthema an der ganzen Sache, weil vorher hätte ich es nicht geglaubt, aber das hat für mich, weil ich habe dann aus verschiedenen Quellen praktisch das vereint und ich wusste, okay, scheiße. Okay, es stimmt, ich war komplett geflasht. Nicht scheiße, ja. Ja, das bin ich auch dafür. Genau. Erzengel Michael. Rudolf Steiner war ein geistiger Seher und hat schon vor, mit der Anthroposophie habe ich mich eine Weile beschäftigt und er hat schon vor 20. Jahrhundert gesagt, dass auf der geistigen Ebene gerade ein Kampf abläuft und Erzengel Michael das Böse aus der Welt vertreibt, also das Dunkle, dass das Dunkle die Vorherrschaft hat. Und dieser Krieg ist jetzt auf der geistigen Ebene gewonnen und jetzt muss es eben in der Materie folgen. Was jetzt das Interessante ist, in Russland hat eine Rede stattgefunden. Der russische Präsident hat 4 Monate, bevor es überhaupt Zeit dafür gewesen wäre, hat er die Rede zur Lage der Nation einberufen. Dort hat er über Satanismus, Kinderopferung, Drogenringe, solche Sachen gesprochen, wie diese Leute, die eben momentan die Macht haben, eigentlich ihr Geld verdient. Und danach ist die gesamte russische Regierung zurückgetreten und im Hintergrund war in der russischen Flagge das Schwert vom Erzengel Michael. Und dann ist natürlich jetzt diese Schiefbewegung, also diese Schief-Operation, die auch damals nach dem Zweiten Weltkrieg hier die praktisch Kontrolle übernommen hat und das praktisch so eine Militärregierung für kurze Zeit war, die hatten das Sagen, was gerade gemacht wird und praktisch eine Verwaltung nach dem Krieg, weil das Deutsche Reich handlungsunfähig war.
Genau, und die haben eben auch als Symbol das Schwert des Erzengel Michael. Aha, aber es hat nichts mit Hitler zu tun, hoffentlich. Ich habe Angst davor, dass wieder ein wir hier wieder als Verschwörungstheoretiker oder Sympathisant mit der rechtsradikalen Szene hingestellt werden. Das hat ja wohl nichts mit damit zu tun. Ich meine, ich bin ja auch schwarz. Eben, er Hast ist du was gegen schwarz. mich? Hast du was gegen mich? Sag mich doch jetzt Ja, einfach. total. Bist du Also Rassist? extrem. Es mich wieder jetzt an, neben dir zu sitzen. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, Und das Schwachsinn. ist eigentlich jeder, der auch ein bisschen damit nachdenkt. Es gibt einfach bestimmte Begriffe, die bewusst denunziert wurden. Reichsbürger, Reich generell. Tut mal bitte genau beobachten, wenn ich das Wort Reich ausspreche, was euch in eurem Kopf gerade Das schüttelt mich hervorgeht. schon, ja, das Ja, also schüttelt es mich. schüttelt einen schon. Oder Und das, Rasse. aber das ist auch ganz logisch, weil es wurde wirklich in allen staatlichen Systemen so gefördert. Wir gehen in den Kindergarten, gut, das ist jetzt noch nicht so relevant für uns, aber in der Schule ist es eigentlich in der Oberstufe omnipräsent, dieses Thema. Und Reich ist praktisch schon schlimm. Genauso wie einfach bestimmte politische Debatten schon gar nicht mehr geführt werden, weil sie angeblich schon entschieden sind. Zum Beispiel jetzt Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus. Dann schaut man die Tagesschau und da erzählen sie dann der Klimawandel. Ach, oh, stimmt, den gibt es ja auch noch, gell? Und da auf einmal erreichen wir die CO2-Ziele und da braucht ihr euch gerade keine Sorgen zu machen. Panik jetzt erstmal wegen Coronavirus. Klimawandel machen wir dann später weiter. Also es ist wirklich absurd und jeder, der so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lässt, kommt da in diese Gedankenprozesse rein und merkt, dass es jetzt alles Humbug ist. Deswegen Richtig. fährt jetzt auch gerade das System runter. All diese Systeme, die diese Lüge aufrechterhalten haben, fallen weg. Somit klappt auch die Lüge runter und die Wahrheit steht nur noch Die da. Wahrheit steht da. Schönes Schlusswort. Damit werde ich euch noch zu einem Wort am Sonntag entlassen. Also es wird danach eine Gesellschaft aufgebaut, die als Basis den Frieden, die Kooperation und das Mitgefühl hat. Das heißt, alle gesellschaftlichen Systeme werden erneuert werden. Neues Schulsystem, neues Währungssystem, neues Finanzsystem. All das wird zu einem Erblühen der Menschheit führen. Wir werden alle die Möglichkeit haben, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und mit neuesten Technologien wie Antigravitation, freie Energie, Orgonenergie und ganz, ganz neuen Sachen, die schon da sind, in eine neue Menschheitskultur eingeweiht werden. Und jetzt passt auf, wir haben noch Nautus Xenolith, das heißt eine Kooperation mit sehr, sehr hochstehenden geistigen Wesen oder Menschen, die in der geistigen Welt Kontakt stehen oder Menschen, die selbst geistigen Wesen sind, die Informationen haben, die es ermöglichen, durch neue Entdeckung aus der Quantenmechanik und aus der Quantenphysik ein neues Bewusstsein auch wirklich auf der Erde mechanisch mit einem zielgerichteten Absichten zu etablieren. Das heißt, über diese Technologie werden wir euch noch aufklären. Es ist wirklich jetzt der Schritt in eine neue Bewusstseinsstufe. Wir können auch jetzt ganz frei reden. Leute, merkt ihr, wir reden über die ganzen Sachen, die noch vor Zeiten gezensiert wurden und ihr könnt das Video jetzt sehen und euch zu diesen ganzen Themen Hintergründe, Informationen holen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, folgt uns auch auf Instagram. Wir werden es da dokumentieren. Guckt hier unten, ist der Dr. Ron Naturkostversand und hoffentlich wird unser großes Festival mit Yassin stattfinden, der Bewusstleben-Kongress, wo wir uns physisch auch mal begegnen können. Denn das ist ganz wichtig, Begegnung, Berührung und Partnerschaft. Und deswegen berührt euch, geht nicht auf Distanz mit euren Mitmenschen, das ist genau das Gegenteil. Ja, Angst trennt, Liebe verbindet. In diesem Sinne, auch an euch nochmal verbindende, liebenden Dank. Ja, cooles Team, Leute, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ihr kommt zur Rocosteria und überlebt diese wirklich schwungvolle Zeit, wo es auch mal zu Tagen der Dunkelheit kommen könnte, etc. Seid positiv. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzgrotten, meditiert
und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.